Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde sagen, damit rücke ich noch weiter in die Mitte. Das heißt, machen wir hier so eine Art virtuellen Raum auf. Sage, hier ist die Mitte von diesem Raum. Das heißt, da müsste auch die Mitte von dem Leuchter sein. Um das mal anzudeuten, mache ich hier mal wieder zu. Da kommt Leuchter rein. Und hier hinten mache ich das anders. Hier hinten nehme ich nämlich auch die Mitte. Kann, gibt gar nicht. Gibt es keine Mitte. Hier hinten nehme ich zwei kleinere. 1, 2, 3, 4, komm ich hier raus. So ungefähr. Hier ein großer, da hinten zwei kleine. Ob das sieht vernünftig aus. Setze ich jetzt einfach mal ein und dann schauen wir. Das Ganze wird natürlich noch umrahmt, wenn es fertig ist. Jo, jetzt müsste das Ganze nur noch einrahmen. Dafür brauche ich Fichtenholz. Ein Deck ist aus Fichtenholz, also brauche ich Fichtenholz-Treppe. Habe ich sogar noch ein paar. Die werden allerdings nicht reichen. Was heißt? Muss noch mal zum Crafting-Pad. Da. So, das reicht aber. Dann nehme ich nämlich hier oben rum. Die Decke weg. So. Da war was im Weg. Das hätte so gut aussehen können. So, jetzt besser. So ungefähr. Dasselbe machen wir hier auch. Das will ich natürlich oben im Festsaal auch noch machen, und zwar über der Warum verdrehe ich denn immer so die Stufen? Das sieht nicht mal schön aus. So, jetzt. Wieder alle? Mann. Ich wusste gar nicht, dass man so viele vom braucht. Okay. Also mehr davon.
Jetzt steigt die Spannung hier wieder. Und wie lange die jetzt reichen. Och Mann. Machst du denn hier Ski? Hier Ski. Augen auf beim Eierkauf. So. Ich glaube, die Aufteilung kann man so nehmen, oder? Oh. Die alle. Aber wenn wir zum Ausweichen noch ein bisschen Wasser. Das sieht richtig wohnlich aus. Fällt. Ging da gerade überlegen. Wenn ich hier vorne, also hier ein Schlafzimmer, auch noch in jeweils in eine Ecke. Das heißt, am besten nehme ich es auch mal hier und hier. So, zack. Da noch jeweils so einen Ständer hinstelle und da noch eine Lederrüstung drauf baue, dann hätte ich noch so eine Art Schlafanzugständer, sage ich mal. Ich glaube, hier unten lasse ich das jetzt mal so. Rüstung? Ja. Meinst du beim Schlafzimmer? Da ist kein Freiraum, da ist schwarzes Glas drin. Extra schwarzes Glas. Es wirkt nicht ganz so schön, ne? Weil das keinen Rahmen hat. Würde schöner aussehen, wenn das so eingerahmt wäre. Vielleicht sollte ich da tatsächlich helles Glas nehmen. Ja, das sieht man auch schlecht. Sehr schlecht. Ja, vielleicht nehme ich da noch weißes, also durchsichtiges Glas für oder so. Sieht vielleicht besser aus. Das würde dann auch besser hier zu diesen Streben passen, die in der Tür sind. Da oben drin machen. Kann ich ja immer noch machen. Ich habe echt gedacht, schwarzes Glas wäre eine super Idee, aber mit dem Grafikpack hat das keine Außenstruktur. Leider. Gut. Da hier vorne Mobs der Meinung sind, spawnen zu dürfen, würde ich jetzt hier auch noch eine Deckenleuchte einsetzen. Denn das dürfen sie nicht. Da bin ich dagegen. Tür ist nämlich zu. Wenn die Tür zu ist, können ja diese netten Mobs nur hier spawnen, weil es zu dunkel ist in der Mitte vom Raum. Also irgendwie weiß auch nicht. Ich hab das jetzt gerade so richtig mit den Treppen hier, kann das sein? So, jetzt nochmal richtig. Ach, jetzt weiß ich auch warum, ich gehe ständig um. Da fehlt wieder was. Da früher. Kommen wir. Ich komme wieder, sage ich. Wo ist denn mein
Da ist Fichtenholz. Brauche ich jetzt hier. So, dann ein paar Brettchen machen. So. Hier spawnt jetzt nichts mehr. Habe ich auch entschieden, was gegen. Das hell genug ist hier, ich weiß es nicht. Denke schon. Also mit den beiden Fackeln, da müsste das hier auf jeden Fall hell genug sein. Da sollte nichts spawnen können. Das reicht auch für die Küche als Beleuchtung. So, hier oben ist natürlich nicht aller Tage Abend. Das heißt, hier muss über die Tanzfläche muss auch noch was Vernünftiges drüber. Könnte ich natürlich auch so richtige Spots machen, die so rausgucken, ne? Also ohne Umrahmung. Disco-Beleuchtung. Und dann. Na, ich weiß nicht. Ich hätte da eine Idee zu. Wenn ich da oben diesen Balken ein bisschen versetze. Und wo ist Eiche? Da ist Eiche. Also, ich mache die Tanzfläche noch ein größer. Vielmehr eine Ecke noch ein größer. Nehmen wir den hier raus. Die Fichte. Dieser Balken kommt hier hin. So, und hier im Boden eingelassen. Hätte dann auch gleich den Vorteil, dass ich für die Schlafzimmer roten Teppich habe. Hier mache ich noch Holz hin. Den hier gemacht. Oh. Sollte vielleicht, wenn ich da schon auf dem Boden rumklopfe, nicht die Axt nehmen. Die ist entschieden zu dominant, wenn sie dann auf Holz trifft. Kloppe ich mal alles mit weg. So, Eichenholzbretter. Her mit mir, her mit euch. So. Ich denke, das sieht als Tanzfläche besser aus, wenn ich das so mache. Ich?
Genau. Und um das Ganze noch ein bisschen zu unterstreichen, wo ist der Zaunpfosten? Rosa. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Also, um das Ganze noch zu unterstreichen. Ich würde sagen so. Kann ich auch gleich an den Ecken hier jeweils noch eine Fackel draufsetzen. So. Ne, so als Tanzfläche hat das was. Man hier rumdancen, den Kopf stoßen. So, Teppich habe ich jetzt auch. Also das heißt, ich habe rote Wolle. Wenn ich rote Wolle habe, kann ich auch roten Teppich herstellen. Das heißt, ich kann endlich hinten im Schlafzimmer für den richtigen Schrankbelag sorgen. Ich komme. Oben muss definitiv das andere Glas rein, also das geht so gar nicht. So, das muss runter. Da muss was Rotes drauf. Passend zum Bett. Same procedure hier. Mal schon mal weg. Passt mir eindeutig nicht. Schade ums Material, aber wenn es nicht aussieht, sieht es nicht aus. Da kommt noch normales Glas hin. Ja, noch so einen kleinen Läufer reinlegen. So. Einen roten Teppich. So ungefähr. Aber wo soll ich hier Karo-Muster hin machen? Meinst du oben oder im Saal oder meinst du Karo-Muster? Also hier kann ich nichts drauf machen. Das würde in der Luft schweben. Ansonsten könnte man das natürlich bei der Tanzfläche machen. Oben. Was ich mir hier noch so vorstellen könnte, wäre vielleicht die Sitzecken mit einem blauen Teppich auszulegen, weißt du? So. Das würde vielleicht noch gehen.
Wie cool. Ist zwar jetzt nicht wirklich Karo-Muster, aber hat was. Glaube, ich werde noch ein bisschen blauen Teppich produzieren. Ein Material gemischt drüben inzwischen, das ist ja der Hammer. Das reicht. Da sollte locker reichen. Jetzt habe ich das gecheckt, was du meinst. Du meinst unten den Teppich, den ich reingelegt habe, in Rot-Weiß. Manchmal fällt der Groschen pfennigweise oder centweise. Das ist einfach so. Der hat jetzt gebraucht. Ja, guck ich gleich mal. So, das in Blau. Dann könnte ich hier die hinten die Sitzecke natürlich auch noch in Blüm machen. Blüm, blüm, blüm. Oh, das sieht richtig gemütlich aus. Ich finde, das sieht gemütlich aus. Hier hätte ich auch gerne noch was. Und zwar, wie wäre es hier mit Liegen? Quasi einer Treppe und einer mache ich auch. Hier mache ich ein paar Liegen hin. Die mache ich dann allerdings aus Birkenholz. Wirkt schön hell da draußen, das passt. Jo, dann gucke ich mal nach dem Teppich. Habe ich denn noch weißen? Weiße Wolle habe ich noch, ja. Rot, ja, rot kriege ich ja gleich wieder, wenn ich mich rauspflücke. Rot-weiß. So. Eins, zwei, drei. Oh ja. Oh ja. Der passt da gut hin. Mensch, gute Idee. Das sieht ja richtig schnieke aus. So Bett. Am Bett noch so ein kleiner weißer Teppich. Bin ich auch. Der passt da gut hin. Passt da richtig gut hin. Moment, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Und zwar brauche ich noch einmal
Wohin hätte ich nämlich gerne noch was drin? Und zwar hätte ich hier gerne weißen Teppich drin. Ins Bett. Genau, einer fehlt, ey. Das ist doch jetzt echt nicht wahr, ne? Was ist los hier? Unglaublich. Das war gut abgezählt, oder? So, jetzt aber. So, das heißt, ich brauche für die beiden Ständer, da brauche ich noch zweimal Lederrüstung. Für diese da, dann nehme ich die, ich würde sagen, hier unten passend zu Goldrüstung. Und hier oben werde ich mir auch noch einen schönen Standort suchen. Eine hier neben der Tür. Ich möchte die Diamantrüstung hinsetzen. Es ist eine da. Ein kleiner Türwächter vielleicht. Und eine setze ich hier hin. So. Was fehlt jetzt am Material? Das heißt, Birkenholz als Liege für draußen. Das wollen wir direkt mal machen. So, Moment. Passt mir so nicht. Die setze ich direkt vor die vor diese Dinger hier. So. Und das soll liegen darstellen. Und dasselbe setze ich unten nochmal auf die Terrasse. Terrasse? Terrasse. Da. Schöne liegen da. Ansonsten kann die weitestgehend leer bleiben. Das passt ganz gut. Kann man schon runterglotzen. Was mir hier nicht so ganz passt, ist, dass die hier theoretisch drauf schießen können. Aber was ist schon perfekt. So, die Rüstung brauche ich. Auch die Rüstung. Brauche ich sonst noch irgendwas von drüben? Ja, das Glas. Glas. Glas und die Rüstung. So, das hier können wir schon mal ein bisschen mitnehmen. Wir wollen noch ein bisschen Material mit drüber nehmen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.